You're watching Dr. Owira TV. Mitten in der globalen Coronavirus-Pandemie stehen Krankenschwestern, Hebammen und andere Mitarbeiter des Gesundheitswesens an vorderster Front des Covid-19 und setzen ihr Leben aufs Spiel, um rund um die Uhr Behandlungen und Pflege zu gewährleisten. Laut Weltgesundheitsorganisation machen Krankenschwestern und Pfleger 50% des Gesundheitspersonals weltweit aus. Obwohl die entscheidende Rolle der Krankenschwester und Pfleger im Gesundheitssektor systematisch wichtig ist, wird sie oft unterschätzt und schlecht bezahlt. Die Bemühungen der Krankenschwestern und Krankenpfleger während der Krise werden sehr geschätzt. Es ist jedoch wichtig, nach Wegen zu suchen, die Bedeutung dieses Berufs durch andere Mittel als verbale Unterstützung zum Ausdruck zu bringen. Wir glauben, dass unsere Dankbarkeit sichtbar werden sollte, indem wir ihre Forderungen nach höheren Löhnen und finanzieller Hilfe nachgehen sollten. Zudem müssen wir sie durch die Bereitstellung von Ausrüstung und lebensnotwendigen Ressourcen, die sie benötigen, um die Welt gesund zu erhalten, unterstützen. Krankenschwestern und medizinisches Fachpersonal brauchen ihre Hilfe jetzt mehr denn je. Dies ist ein Aufruf an Arbeitgeber, Regierungsstellen und Gesundheitsbeamte, im Rahmen des globalen Engagements für Gesundheit in Krankenschwestern und Hebammen zu investieren.